Falter Podcast werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. In dieser Sendung geht es um Solidarität mit den Palästinensern und den Vorwurf des Antisemitismus rund um die Kritik an Israel. Camps gegen den Gazakrieg an Universitäten in den USA und in Europa sind von der Polizei geräumt worden. Auch in Wien ist das passiert. Aber die Emotionen gehen weiter hoch. Beim Eurovisionscontest in Malmö hat es lautstarke Proteste gegen die israelische Sängerin gegeben. In Wien gibt es jetzt zusätzlich eine Kontroverse um die Wiener Festwochen, weil israelkritische Intellektuelle zu Wort kommen sollen. Die israelitische Kultusgemeinde hat gegen die Rede an Europa eines bekannten israelischen Philosophen Omri Böhm Front gemacht. Der Philosoph vertritt die Idee eines binationalen Staates im Nahen Osten, in dem Juden und Palästinenser gleichberechtigt leben können. Um all dies zu besprechen und vielleicht noch mehr, begrüße ich im Podcast-Studio des Falter Mona Dutzler. Guten Tag. Danke für die Einladung. Frau Dutzler ist sozialdemokratische Nationalratsabgeordnete und Rechtsanwältin. Sie kommt aus einer palästinensischen Einwandererfamilie. Ich begrüße sehr herzlich Barbara Staudinger. Guten Tag. Guten Tag. Frau Staudinger ist Historikerin. Sie leitet das Jüdische Museum in Wien. Und ich freue mich, dass Robert Treichler hier ist. Hallo. Hallo. Robert Treichler ist stellvertretender Chefredakteur im Profil und einer der führenden außenpolitischen Kommentatoren des Landes. Und aus Berlin, last but not least, zugeschaltet ist uns Daniel Kehlmann. Willkommen. Hallo. Daniel Kehlmann ist Schriftsteller, mehrfach preisgekrönt. In der jüngsten Debatte zu Israel und zur Palästinenser-Solidarität hat sich Daniel Kehlmann immer wieder zu Wort gemeldet. So viele Kontroversen wie da jetzt zu dem Thema hat es in der Öffentlichkeit in Amerika und in Europa seit langem nicht mehr gegeben, wie seit dem Gazakrieg und seit dem Hamas-Angriff auf Israel vom 7. Oktober. Ganz allgemein, Daniel Kehlmann, warum diese Emotionen? Es gibt ja viele Katastrophen in der Welt. Israel bewegt uns besonders stark. Zu Recht? Also natürlich zu Recht, denn es ist der jüdische Staat in der Welt. Der ist damit aufs Engste mit unserer eigenen Geschichte verknüpft. Wenn unsere eigene Geschichte, unsere als Österreicher und Deutsche, anders verlaufen wäre, wäre auch Israel in dieser Form wohl nicht gegründet worden. Es betrifft aber auch natürlich den Rest der Welt in besonderer Weise. Es ist, wie immer gesagt wird, darüber kann man natürlich inzwischen auch vielleicht sogar schon diskutieren, aber es ist die einzige Demokratie im Nahen Osten. Wir haben sehr viele Verbindungen dorthin, wirtschaftliche und persönliche. Ich hatte selber Familie in Israel bis vor kurzem. Das gilt für sehr, sehr viele Menschen auf der Welt. Und also man fühlt sich in besonderer Weise, empfindet man die Wichtigkeit von dem, was in Israel passiert und genauso natürlich, was in diesem Konflikt mit und um die Palästinenser passiert, weil es eben, wie soll ich sagen, es ist eine besonders komplexe und widersprüchliche Lage. Trotzdem, und darin zielt ja Ihre Frage, ist es natürlich auch berechtigt zu fragen, warum campen die Studenten und warum gibt es so viel Aufregung um einen Konflikt in Israel, den es nicht gibt, wenn es um die Tamilen oder um die Uiguren geht? Ich denke, diese Frage kann man beantworten, aber es ist eine berechtigte Frage. Man würde sie so beantworten, dass halt Israel viel mehr zu unserer Geschichte gehört, als dass die Tamilen oder die Uiguren sind. Und Israel ist begründet worden von Generationen von Überlebenden des Holocaust aus Europa, aber den Preis gezahlt haben zu einem großen Teil die Palästinenser. Also insofern hängt beides wirklich mit Europa zusammen. Jetzt klagen Daniel Kehlmann in Deutschland und Österreich Intellektuelle, Israel-Kritiker, dass sie gecancelt werden, dass sie kaum zu Wort kommen, dass man in der deutschen Öffentlichkeit diese Stimmen überhaupt nicht hört und dass dadurch eine verzerrte Wirklichkeit dargestellt wird. Hat doch auch etwas, oder? Das hat absolut etwas. Wir sehen hier wirklich eine Art
ich würde mal sagen, Super-GAU der Identitätspolitik auf allen Seiten. Und deswegen, das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum eine universalistische Position wie die von Omri Böhm, auf die sich eigentlich per Definition alle einigen können müssten, so viel, oder eben nicht so viel, aber doch so starke, intensive Gegnerschaft bei einigen hervorbringt. Man kann das schon deutlich sehen in Deutschland, bis vor kurzem viel mehr in Deutschland als in Österreich, dass Menschen, sogar häufig Menschen mit jüdischem Familienhintergrund, die selbst in Israel gelebt haben, wie zum Beispiel die Philosophin Susan Nyman, die über Jahre hinweg schon eine profunde, sachliche, politische Kritik am Staat Israel äußert, auf einmal Antisemiten genannt werden, was in den Medien, nicht von irgendjemandem, in großen Medien, was man wirklich einfach nur absurd nennen muss. Und das ist natürlich ein komplexes Phänomen, wie es dazu kommt. Da spielen, glaube ich, auch wieder zwei Dinge ineinander. Das eine ist, dass natürlich die, oder beziehungsweise nicht natürlich, aber auch das kann man, glaube ich, ganz gut verfolgen und belegen, dass es sich hier um eine bewusste, seit vielen Jahren schon verfolgte Politik der Netanyahu-Regierung handelt. Kritiker, Leute, die Netanyahu-Regierung kritisieren, mit ihnen zur Verfügung stellenden öffentlichen Mitteln auch im Ausland als Antisemiten brandmarken zu lassen. Und das andere ist tatsächlich, dass man in Deutschland auch dieses auch verständliche psychologische Phänomen verfolgen kann, dass besonders die Nachkommen von Tätern im Zweiten Weltkrieg das Gefühl haben, dass sie sozusagen nachträglich sich ganz besonders auf die richtige Seite stellen können, wenn sie unverbrüchlich eben nicht bloß zu Israel im Allgemeinen, sondern auch zur momentanen israelischen Regierung stehen. Und das ist ein natürlich ja auch problematisches Phänomen, weil das auch Identitätspolitik ist. Letztlich geht es dann auch nicht mehr um die Frage, was für Argumente wurden vorgetragen, sondern wer bringt die vor, kann man die vorbringen, darf man das überhaupt? Und das verzerrt die ganze Debatte. Eine Debatte in einer Sachlage, die zwar politisch und militärisch furchtbar kompliziert ist, aber moralisch eigentlich meiner Meinung nach gar nicht so kompliziert. Und wenn es stimmt, was viele Kritiker sagen, dass die israelische Regierung Israel in die Isolation führt und diese Konzentration auf den Krieg allein katastrophale Auswirkungen hat auf den Nahen Osten, dann ist natürlich die automatische Solidarisierung mit all dem, was eine israelische Regierung tut, auch ziemlich kontraproduktiv. Muna, tut's da dieses Gefühl der Polarisierung in der öffentlichen Meinung, hier pro-israelisch, dort pro-palästinensisch, ist das nicht in Wirklichkeit unvermeidlich, weil es ist ein realer Krieg, wo es furchtbare Opfer gibt, da kann man halt nicht so tun, es mit dem Wunsch nach Frieden, das einfach zu übertünchen. Ist es nicht in Wirklichkeit das, was uns allen wehtut, diese Polarisierung, eine unvermeidliche Folge des realen Krieges? Eine Reaktion auf die Realität? Ist sie tatsächlich. Natürlich ist sie Ausdruck dessen, dass wir jetzt seit 7 Monaten einen Krieg haben mit unzähligen getöteten Zivilisten und Zivilistinnen. Auch natürlich auch auf Seite der Israelis. Aber das Ausmaß der Gewalt und der Zerstörung im Gazastreifen lässt halt viele baff natürlich zurück. Aber und die Frage ist halt nur, was ist unsere Aufgabe? Was ist unsere Aufgabe von Seiten der Politik? Was ist unsere Aufgabe auch von Seiten der Journalisten? Ich glaube, es geht darum, hier die Debatten zu führen und hier nichtsdestotrotz zu versuchen, zu einer Annäherung zu kommen. Ja? Bei aller Emotion, bei aller Aufgebrachtheit. Und da bin ich eben bei dem Punkt, was bedeutet es, wenn man dann Demonstrationsrechte einschränkt? Was bedeutet es, wenn man Dinge verbietet? Ich finde, das ist kontraproduktiv, weil ich dadurch ja genau den Raum nicht ermögliche für Debatten und Diskussionen, wann zum Beispiel
Israel-Kritik aufhört und wann Antisemitismus beginnt. Und es geht auch natürlich auch sehr stark darum, sich anzuschauen, wer sind die Menschen, die bei diesen Protestbewegungen dabei sind. Es sind vor allem auch viele junge Menschen, es sind viele Studierende. Und was sind natürlich die Motive und auch die Hintergründe? Und ich sehe halt auch aus der Perspektive von migrantischen Jugendlichen, die ich da jetzt auch ein bisschen in diese Diskussion hineinbringen möchte, weil die haben kein Sprachrohr. Die haben niemanden, der irgendwie erklärt, wie denken die, wie fühlen die, warum sind die bei der Protestbewegung? Und ich halte es für einen Fehler, in Bausch und Bogen Leute zu kriminalisieren oder sie in eine Schublade zu stecken, weil es sich gerade um junge Menschen handelt, wo auch sehr viel Unwissenheit vorhanden ist. Deshalb braucht es die Diskussionen und die Debatten. Und ich weiß zum Beispiel von vielen Jugendarbeitern, die den Zugang zu diesen Jugendlichen immer mehr verloren haben, auch durch die Debatte und die Diskussion über den Gazakrieg, weil die hatten das Bedürfnis, darüber reden zu wollen. Und man muss natürlich sagen, ein österreichischer Jugendarbeiter oder Sozialarbeiter, der sieht natürlich den Nahostkonflikt aus seiner eigenen Geschichte, aus der Perspektive des Nationalsozialismus, aus der Geschichte der Shoah, was natürlich auch wichtig und richtig ist. Aber viele migrantische Jugendliche haben ihre Biografien und ihre Geschichten und haben einen Bezug zum Nahen Osten. Und es bräuchte beide Perspektiven. Und daher bin ich auch als Anwältin kein Fan davon, hier Dinge zu verbieten oder einzuschränken, weil das Thema und die Emotion sind da. Und wenn ich da den Raum nicht biete, dann wird sich diese Emotion und die Debatten woanders hin verschieben. Und es bleibt über, diskutiert es lieber nicht darüber, weil dann seid ihr mit einem Fuß im Kriminal. Und das ist der falsche Zugang, meiner Meinung nach. Das passiert jetzt an vielen amerikanischen Universitäten, ist das passiert. Und das passiert auch in Österreich. Camps geschlossen wurde, in Österreich genauso. Ja, es passiert in Österreich, wo Jugendliche, die halt an diesen Palästina-Demos teilgenommen haben, um ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen oder um sich solidarisch mit den Palästinensern zu einer Strafverfügungen bekommen haben, zum Beispiel, ja. Das kann mitunter dazu führen, dass ihnen die Staatsbürgerschaft für die nächsten 3 bis 5 Jahre verwehrt wird und so weiter. Und eigentlich signalisiert man dann den Leuten, geht's lieber nicht zu diesen Demos und seid ruhig. Aber das ist nicht die Lösung. Barbara Staudinger, Gaza ist ein einziges Trümmerfeld. Die Zehntausende Tote, Zivilisten, die Lebensgrundlagen für 2 Millionen Menschen werden vernichtet. Und das alles monatelang nach dem 7. Oktober und der Katastrophe, die von der Hamas ausgelöst wurde. Warum ist es so schwer, beides anzusprechen? Man könnte ja sagen, für das, was in den letzten Monaten passiert, trägt Israel die Verantwortung. Für den 7. Oktober trägt die Hamas die Verantwortung. Warum ist es nicht möglich, beides zu sagen? Oder so schwer möglich? Ich glaube, in Wirklichkeit ist es gar nicht schwer möglich. Es wurde allerdings schon zweimal angesprochen, wir leben in einer Zeit der Identitätspolitik. Und die Zeit der Identitätspolitik ist eine Zeit des Türenzuwerfens, des Nicht-Miteinander-Redens, des eben Nicht-Ansprechen und sofort pauschal Verurteilens. Ich halte das für ein ganz großes Problem. Ich glaube, wir als Institutionen, als Zivilgesellschaft, als Medien müssen dagegen arbeiten. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass solche Formate wie das heutige zustande kommen. Selbstverständlich ist es gar nicht so schwierig, darüber zu reden. Es ist nicht schwierig, über jeden einzelnen Menschen zu trauern, weil jeder einzelne ermordete Mensch ist ein Mensch zu viel. Das ist am Ende des Tages so. Ich denke mir, es ist auch nicht schwierig, sowohl Solidarität mit Israel wegen des Pogroms am 7. Oktober zu zeigen und Trauer und Schrecken darüber zu zeigen, über die vielen, vielen zivilen Opfer im Gazastreifen. Ich weiß nicht, warum Menschen damit ein Problem haben. Ich habe damit kein Problem. Da ist natürlich dann die Folge, was passiert, was ist die Schlussfolgerung draußen, dann kommt man dann in die Politik, Waffenstillstand ist die Forderung nach einem Waffenstillstand, jetzt ist das Richtige. Robert Reichler, die Proteste, die am meisten Echo gefunden haben in den letzten Tagen, das war in Malmö, das war beim Eurovisions-Contest. Israel ist vielen Boykottforderungen ausgesetzt aus der Kultur. Im Eurovisionskontest hat eine israelische Vertreterin teilgenommen. Das letzte Mal war Russland ausgeschlossen nach Putins Angriff auf die Ukraine. Inwiefern ist es richtig, dass da Judenhass zum Ausdruck gekommen ist? Es hat böse Szenen gegeben vor dem Hotel der Sängerin.
Oder ist das auch etwas, was dazugehört? Das muss man austragen. Es gibt viele beklagenswerte Entwicklungen seit dem 7. Oktober. Logischerweise das Schlimmste war der 7. Oktober. Und das ist eine davon. Also es wird jetzt einfach alles, wo Israel oder die israelische Fahne drauf ist, wird zum Symbol genommen, um einen Konflikt auszutragen, auch wenn das damit nichts zu tun haben sollte. Ein Gesangswettbewerb, nenne ich mal so, sollte ablaufen, ohne dass man jetzt der Sängerin, weil sie aus Israel ist und Israel vertritt, einen Strick draus dreht, was die israelischen Streitkräfte gerade tun. Dürfte nicht sein. Gleichzeitig ist natürlich instrumentalisiert, wird all das auch von beiden Seiten. Ich weiß jetzt nicht, wer die Henne und wer das Ei ist in dem Fall, aber natürlich hat jeder mitbekommen in den sozialen Medien, dass Eden Golan, diese israelische Sängerin, plötzlich auch in Israel von vielen zu einem Symbol gemacht wurde für die Rechtmäßigkeit des Krieges. Es wurde gesagt, jede Stimme für sie ist eine Stimme gegen den Dschihadismus. Auch das ist natürlich einigermaßen verrückt. Solche Instrumentalisierungen kann man wahrscheinlich nicht verhindern. Man kann nur schauen, dass man die Leute, die Personen tatsächlich schützt. Wie breit sind Boykottbewegungen gegen Israel im Kulturbetrieb in Europa, aber auch in Amerika zurzeit? Und wie sehr ist das eine Reaktion, die heißt, wir können nicht so tun, als gäbe es den Krieg nicht? Und die Biennale in Venedig, der Eurovisionscontest ist ja davon erfasst, auch andere Kulturveranstaltungen. Wie sehr kann sich die Kultur da eigentlich in Wirklichkeit nicht rausnehmen? Ich finde, jeder dieser Boykotts und jedes Canceling ist zu viel. Es gibt, ich halte die Kultur, den Sport, Unterhaltung müssen aushalten, dass es israelische, palästinensische Teilnehmer gibt. Ich finde auch, man muss aushalten in der Kunst, in der Kultur, dass es Künstlerinnen und Künstler gibt, die sich an Grenzen annähern mit ihren Meinungen, die vielleicht auch mal die Grenzen übertreten. Das war eigentlich immer auch eine Aufgabe der Kunst. Die dürfen das machen. Ich halte es für... Werden aber dann verboten, nicht? Also in Deutschland. Die Reaktion ist dann so oft, ja, die werden verboten. Finde ich absolut falsch. Ich finde es falsch, dann aus vorgeschobenen Gründen, so wie Sicherheitsgründe, die dann plötzlich genannt werden. Es hat die Republik die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass solche Dinge in Sicherheit ablaufen können. Wenn wir beginnen, jetzt kontroverse Veranstaltungen zu untersagen, weil die Sicherheit nicht gegeben sei, dann ist das Problem beim Staat und nicht bei dieser Veranstaltung. Da muss der Staat dafür sorgen, dass das in Sicherheit stattfinden kann. Daniel Kehlmann, warum kann man nicht sagen, man lädt ganz bewusst sowohl Israelis als auch Palästinenser ein zu solchen Veranstaltungen und sorgt dann für einen Rahmen, innerhalb dessen die diskutieren, durchaus auch kontroversiell diskutieren. Stattdessen sagt man, wenn jemand was Israel-Kritisches sagt, wird er ausgeladen und das ist antisemitisch. Ja, das ist natürlich Unsinn, wenn das geschieht. Also und es gibt natürlich genug Veranstaltungen, Gott sei Dank, wo Israelis und auch Palästinenser teilnehmen und auch miteinander reden. Also zum Beispiel der letzte Kongress von Penn Berlin im November war das, glaube ich. Da gab es mehrere großartige Panels, wo Israelis und Palästinenser stattgefunden, miteinander geredet haben. Es wurde nachher nicht wütend, aber sehr kritisch mäkelig im deutschen Feuilleton darüber geschrieben, dass das ja alles Aktivisten gewesen seien, und alle dass die Israelis ja auch anti-israelisch gewesen seien. Aber das ist kein, dann da kann man diese Artikel lesen und sagen, naja, das ist jetzt auch etwas albern, Israelis vorzuwerfen, wenn sie sich in Deutschland israelkritisch äußern. Aber das ist ja erlaubt. Ich meine, auch ein mäkeliger Artikel muss möglich sein. Was nicht möglich gewesen wäre oder was problematisch gewesen wäre, wäre so ein Panel zu untersagen. Und das ist ja in keiner Weise passiert. Passiert ist es zum Beispiel eben, das haben wir alle miterlebt, etwas Vergleichbares bei der Rede von Omri Böhm. Und da ich habe nicht die Innenperspektive, was genau passiert ist auf der Seite derer, die gesagt haben, dass diese Rede nicht am Judenplatz stattfinden soll. Da kann man jetzt auch um der Mäßigung willen sagen, niemand hat gefordert, die Rede zu verbieten. Man hat gesagt, sie soll nicht am Judenplatz stattfinden. Aber das war auch schon eine Torheit, wenn Sie mich fragen, und ein Unsinn. Ich kann eigentlich nur die Vermutung äußern, dass auch hier ein gewisser Druck von Seiten der
Kulturpolitik des Netanyahu-Regimes und eventuell der israelischen Botschaft dahinter stand. Omri Böhm ist so eine Stimme der Mäßigung, dass eigentlich niemand, der sich mit seinen Argumenten beschäftigt, hier tatsächlich Zorn und Empörung entwickeln kann. Es sei denn, man ist tatsächlich jemand, der den Auftrag hat, Israel-kritische Stimmen einzuschränken und ihnen weniger Öffentlichkeit, also und sie aus der Öffentlichkeit herauszunehmen. Und ich kann mir also vorstellen, aber das ist eine reine Spekulation, dass hier von Seiten der Botschaft wiederum Druck auf die israelitische Kultusgemeinde ausgeübt wurde und dass die sich einfach auch nicht so genau informiert haben, was nun eigentlich die Positionen von Omri Böhm sind. Aber natürlich, ich glaube, da sind wir uns, denke ich, alle vollkommen einig. Ich bin mir sowieso mit allen Vorrednern einig. Das ist eine sehr angenehme Diskussion in dieser Hinsicht. Aber da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass je mehr Diskussionen stattfinden kann und je mehr Positionen vorgetragen werden können, umso besser. Und wir müssen es dann auch aushalten, dass da manchmal Positionen vorgetragen werden, die wir für unsinnig halten und die oft einfach auch unsinnig sind. Also zum Beispiel wurde in Berlin gerade von der Polizei ein sogenannter Palästina-Kongress aufgelöst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da einige Menschen Positionen vorgetragen hätten, die mich absolut empört hätten und die ich für in einer Weise einseitig und radikal und regelrecht unsinnig gehalten hätte, die mich wirklich sehr, sehr aufgeregt hätte. Und trotzdem denke ich, dass es nicht die Aufgabe der Polizei ist, einen friedlichen Kongress aufzulösen. Da gilt dieser schöne alte Satz, dass die Meinungsfreiheit eben auch vor allem die Freiheit der Menschen ist, die eine andere Meinung haben, gilt hier uneingeschränkt, glaube ich. Frau Staudinger, zurück zum Fall Omri Böhm. Das Jüdische Museum hat sich ja auch ausgesprochen dagegen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dass diese Rede am Judenplatz stattfindet. Nein, so stimmt das nicht. Was genau ist passiert? Seit 2019 hat das Jüdische Museum Wien eine Kooperation mit den Wiener Festwochen, die aus einer Logo-Kooperation besteht. Also 2019 wurde an meine Vorgängerin herangetreten und weil die Rede an Europa immer am Judenplatz ist, also Omri Böhm wurde nicht provokanterweise auf den Judenplatz gestellt, sondern die Rede an Europa ist immer am Judenplatz, wurde an das Jüdische Museum herangetreten, weil wir ja den zweiten Standort dort haben, ob wir nicht das Logo auf die Einladung geben wollen. Darin hat sich die Kooperation bestanden. Beschränkt hat sich beschränkt, darauf, ja. Ganz genau. Daraus hat sie bestanden und aus nicht mehr. Ich bin auch nicht involviert in die Auswahl der Rednerinnen. Insofern habe ich auch erst erfahren, dass es Omri Böhm wird. Ich persönlich habe ich sehr gefreut, dass Omri Böhm kommt. Ich schätze ihn sehr. Ich bin auch eine von denen, die schon ein Buch von ihm gelesen haben. Omri Böhm, glaube ich, war vielen nicht bekannt bis vor 2 Wochen. Jetzt kennen ihn viele. Insofern, glaube ich, freut er sich auch nachträglich um die Werbung. Ich habe dann, weil ich gemerkt habe, dass es große Bedenken und Befürchtungen seitens der Kultusgemeinde gibt, mit allen Beteiligten gesprochen. Also das ist ja eine größere Kooperation, in der das Institut für die Wissenschaft des Menschen involviert ist, die Wiener Festwochen, die erste Stiftung und wir eben mit dem Logo. Also wir haben sozusagen den kleinsten Part da drin und habe dann, weil ich auch eine gewisse Aufgabe habe, als jüdisches Museum der Stadt Wien, nämlich hier Brücken zu bauen, Türen nicht zuzuschmeißen, sondern wenn auch immer möglich ist, offen zu lassen, beschlossen, das Logo zurückzuziehen, eben auch, um die Veranstaltung stattfinden zu lassen. Es war eine ganz große Verwunderung, Verletzungen dagegen, dass das Jüdische Museum sozusagen seinen Stempel auf diese Veranstaltung drückt. Dann habe ich mir gedacht, ich bin nicht eitel, es kann auch ohne mich sein, das ist mir vollkommen egal. Und ich glaube, das ist
ich will jetzt nicht sagen, dass das der Grund, warum es stattgefunden hat. Gar nicht. Omri Böhm hat sehr gelassen auf die Proteste, die er dann auch Omri Böhm hat sehr gelassen auf die Leute gegeben mit Transparenten, die also gegen ihn demonstriert haben. Er hat nicht nur gelassen reagiert, sondern hat eigentlich, und das fand ich wirklich bewundernswert in seiner Rede, hat jeden einzelnen Protest angesprochen. Nicht direkt, manchmal etwas verpackt, aber er hat jedes einzelne Protestschild, das große Transparent am Misrachi-Haus, er hat alles angesprochen. Und das fand ich ganz besonders schön. Und das hat auch gezeigt, was uns fehlt, Ambiguitätstoleranz, eben miteinander zu sprechen, auszuhalten, dass jemand eine andere Meinung hat und trotzdem eine legitime Meinung hat. Die ÖVP-Europaministerin Edstadler hat ja sogar gesagt, das ist Antisemitismus, was dort von dem Omri Böhm zu erwarten ist. Ja, wenn ich da kurz einwerfen darf, das ist eine unbeschreibliche Frechheit und dafür sollte sie sich entschuldigen. Wird hier Antisemitismus als Instrument eingesetzt, um eine Stimmung, die irgendwie an die McCarthy-Zeit in Amerika erinnert, zu schaffen? Wie erleben Sie das, Frau Dutzler? Ja, es gibt klarerweise eine gewisse Instrumentalisierung, die ich schon auch erkenne und sehe. Also das kann ich nur bestätigen. Es ist ja nicht die ganze Sache auf den Fall Omri Böhm beschränkt. Es gibt jetzt die Wiener Festwochen. Bei den Wiener Festwochen, die werden sehr dynamisch vorbereitet, durchgeführt. Da wird die Revolution in Wien ausgerufen. Und es kommen zwei Persönlichkeiten zu Wort, die von der ÖVP als antisemitisch kritisiert werden. Der frühere griechische Finanzminister Varoufakis, der sogar ein Einreiseverbot in Deutschland bekommen hat und ein Auftrittsverbot wegen seiner Israel-Kritik. Ist das nicht absurd, Robert Dreichler? Varoufakis sozusagen, der darf nicht auftreten in Europa, weil er irgendwo was sehr Israel-Kritisches gesagt hat. Und in Österreich darf er schon gar nicht auftreten. Das ist die Forderung ja aus der ÖVP. Ich halte das für falsch. Varoufakis wird derzeit ein Antisemit genannt, weil seine Aussagen zum 7. Oktober und zu Hamas schwer auszuhalten sind. Ich formuliere es mal so. Er sagt, er distanziert sich von jeglicher Gewalt gegen Zivilisten, aber er distanziert sich auf eine Weise, die so allgemein ist und so viele Interpretationsspielräume offen lässt, dass es eben auch, also er distanziert sich nicht prinzipiell jetzt von Gewalt und der Hamas etc. Nur er beruft sich darauf, dass ihm sozusagen Widerstandsbewegungen völkerrechtlich zulässig ist. In diesem Kontext, sich jetzt darauf zu berufen, ist natürlich einigermaßen provokant. Wir wissen, Varoufakis war auch in seiner Zeit als Finanzminister ein Provokateur. Nur die Reaktion ist ganz bestimmt falsch. Das ist eine der Reaktionen, wo wir uns wirklich Gedanken machen sollten. Wir sind der Westen, wenn man so will. Ja. Wir müssen versuchen, unsere Werte hochzuhalten. Wenn wir beginnen, Leute am Sprechen zu hindern, und ich zähle jetzt Israel dazu, Israel ist Teil des Westens und das wirklich Betrübliche ist, dass sich jetzt da langsam eine Kluft auftut und es ist alles schrecklich, auch die Kluft, die sich jetzt auftut zwischen den USA und Israel ist schrecklich, aber jetzt auch bei der Redefreiheit, bei der Meinungsfreiheit, die Tatsache, dass Israel jetzt Al Jazeera, den ursprünglich arabischsprachigen, aber auch englischsprachigen Sender abgedreht hat, ist ein wirklich schlimmes Signal. Wenn der Westen auf diese Werte nicht mehr baut, wenn er die nicht mehr hochhält, dann haben wir in diesem Krieg eine riesige Niederlage erlitten. Frau Dutzler? Ja, also ich sehe diese Instrumentalisierung halt in Österreich geht halt sehr stark auch von der ÖVP aus. Das muss man halt so sagen, wie es ist. Und das hat diese Entwicklung angenommen, eben auch seit Sebastian Kurz, wo man in einer schwarz-blauen Regierung versuchen wollte, auch vor Netanyahu sich ein bisschen reinzuwaschen und hier einen ganz anderen neuen Kurs fährt, auch was die Nahostpolitik betrifft in Österreich, die eigentlich eine langjährige Tradition
traditionelle Politik war, die sehr stark auf Dialog und Vermittlung gesetzt hat. Und von dem ist man sehr stark abgerückt. Also man sieht ja auch an den Positionen auch des Außenministers, Österreich hat sich gegen diese UNO-Resolutionen gestimmt, im Gegensatz zum Beispiel zu Deutschland. Deutschland hat sich enthalten, die anderen Länder in Süd- und Westeuropa haben sich beispielsweise dafür gestimmt. Also hier gibt es einfach eine Veränderung der außenpolitischen Linie und man verwechselt Solidarität mit Israel, mit Solidarität mit einem rechtspopulistischen Premierminister, der mit Rechtsextremen in einer Regierung sitzt, während tausende Menschen in Israel und in Tel Aviv auf die Straßen gehen und für Waffenstillstand eintreten, höre ich zum Beispiel keine klare und deutliche Waffenstillstandposition und Forderung von Seiten Österreichs. Also das heißt, hier gibt es einfach eine sehr starke Liaison mit der Person Benjamin Netanyahu und daher ist zu erklären, warum sich Österreich, das offizielle Österreich, auch durch die ÖVP so positioniert, wie es sich positioniert. Österreich positioniert sich da ja auch anders als die Führung der Europäischen Union, der Ratspräsident oder der EU-Außenpolitikbeauftragte, die sich sehr klar für einen Waffenstillstand aussprechen und sehr klar sagen, ja. Kriegsverbrechen, auch wenn sie von den Israelis begangen werden, müssen verfolgt werden. Der Außenminister hat jetzt vor wenigen Tagen einen Tweet abgesetzt, das war's, wo er von humanitären Waffenstillstand erstmals gesprochen hat. Immerhin. Ja. Daniel Kehlmann, noch einmal zurück zu den Wiener Festwochen. Da ist ja nicht nur Varoufakis umstritten, es gibt auch die französische Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux, die ebenfalls auftreten soll in einer dieser Veranstaltungen. Auch die hat unterschrieben, einmal eine Unterschriftenliste für BDS. BDS ist eine Organisation, die für den Boykott von israelischen Firmen und Unternehmen, die in den besetzten Gebieten aktiv sind, eintritt. Was sagt der Daniel Kehlmann? Ist das berechtigt, ja, jemand wie der Annie Ernaux sozusagen hier ein Stoppschild vorzustellen? Oder soll die natürlich in Wien auftreten können? Ich denke, sie soll in Wien auftreten können. Man muss schon auch eines sagen, das ist bisher noch in unserer Diskussion nicht wirklich angesprochen worden. Es gibt schon auch die andere Seite, die darin liegt, dass und da ist schon was dran, im internationalen Kulturbetrieb und auch bei den demonstrierenden Studenten in Amerika teilweise auch eine Einseitigkeit vorherrscht, die bestürzend ist. Also wenn man sich die Tweets durchliest von den Studenten und Studentenorganisationen, die jetzt bei Columbia oder auch NYU demonstrieren, dann merkt man, dass diese jungen Leute wirklich gar nicht mehr teilweise wissen, dass es überhaupt einen Unterschied gibt zwischen Israel und dem reinen völkermordenden Faschismus. Also die sehen praktisch Israel sozusagen als identisch mit Hitler. Das ist wirklich absolut schockierend. Es gibt auch, ich war bei dieser sehr, im Nachhinein sehr umstrittenen Schlussveranstaltung der Berlinale, wo internationale Kulturträger, also alle Preisträger, sich mit Palästina solidarisch erklärt haben. Und sie haben das in einer so sorglosen, gleichgültig wütenden Weise getan, als hätte Israel einfach eines Morgens nur so beschlossen, Gaza zu bombardieren. Also der 7. Oktober kam da überhaupt nicht mehr vor. Also in diese auch wiederum ganz, ganz einseitige Anti-Israel-Stimmung der Studenten und des internationalen Kulturbetriebs teilweise würde ich eben Annie Ernaux auch einrechnen und auch besonders Yannis Varoufakis. Das sind sehr sorglose, extrem problematische Halbwahrheiten, die eigentlich von beiden so geäußert werden. Aber natürlich ist es trotzdem so, dass so jemand auch auftreten können muss. Also dieses Einreiseverbot für Varoufakis in Deutschland, in Österreich gibt es ja so, glaube ich, keines, mich erinnert das ein bisschen tatsächlich an die Überreaktion, die Staaten teilweise in der Corona-Epidemie gezeigt haben. Ich bin aus Deutschland gekommen mit meinem 12-jährigen Sohn damals, um meine Mutter zu besuchen. Wir haben eine kleine Wohnung in Wien und wir waren getestet als gesund und nachdem wir angekommen waren, läutete die Tür.
Leute das an der Tür und zwei Leute vom Gesundheitsamt stehen vor der Tür, um zu schauen, ob wir auch wirklich zwei Wochen lang diese Wohnung nicht verlassen. In Wien, oder? In Wien. Ob wir auch wirklich zwei Wochen lang die Wohnung nicht verlassen. Gesunde Menschen, die aus einem Land mit niedrigerer Inzidenz damals kommen als Deutschland. Die Parallele ist, unsere liberalen Staaten haben sich schon sehr bereitwillig damals gezeigt und auch jetzt wieder, Rechtsstaatlichkeit einfach über Bord zu werfen unter Druck. Und jedes Mal, wenn das geschieht, nützt das den Extremen. Eben auch, wie gesagt, wenn ein Palästina-Kongress einfach von der Polizei aufgelöst wird, einfach damit da nichts gesagt wird, werden wird, was vielleicht gegen die Verfassung verstößt. Es ist, glaube ich, in allen Situationen ist das Recht und die Verfassung ein sehr gute Hilfe, um sich zu orientieren. Und übrigens auch, was das Verhalten des Staates Israels angeht, das findet nicht im luftleeren Raum statt, sondern auch da gibt es ein internationales Recht. Und man muss auch nicht im luftleeren Raum darüber diskutieren, was kann oder was soll Israel machen. Es gibt tatsächlich Rechtsnormen, die dauernd verletzt werden. Also ich sehe hier eben eine große Bereitschaft, sich eben auch von Staaten, sich über Recht hinwegzusetzen. Und das natürlich sagt das Recht, dass Annie Ernaux, und dann komme ich jetzt zu Ihrer Frage zurück, natürlich sagt das Recht, dass Annie Ernaux auch bei den Wiener Festwochen bei einer Diskussion teilnehmen darf. Und das wird ja hoffentlich auch dabei bleiben. Die Argumente, die immer Frau Staudinger schüttelt den Kopf. Annie Ernaux wird nicht nach Wien kommen, nicht und auch Yannis Varoufakis, das war nie Intention. Das werden aber auftreten. Sie online. Sind im Rat der Republik, der eine Verfassung für diese Republik Wien erarbeiten soll. So hat das, wurde das immer von den Festwochen kommuniziert und von der Politik immer so aufgenommen, Annie Ernaux wird eine Bühne in Wien gegeben. Das ist, da sieht man, es wird politisch instrumentalisiert. Hinter der politischen Instrumentalisierung oder auch des Verwaschens von Begriffen wie Antisemitismus darf man allerdings nicht vergessen, es gibt ihn wirklich und es gibt wirklich viel Antisemitismus. Ja, richtig. Insofern auch Verängstigungen seitens der Kultusgemeinde, die wir vielleicht vor zwei Jahren ganz anders beurteilt hätten, kann ich jetzt schon verstehen. Diskreditiert man, Frau Staudinger, nicht den Kampf gegen den Antisemitismus, wenn man in der Auseinandersetzung um die Kriegsführung in Israel nicht alle Augenblick sagt, da wird jetzt antisemitisch agiert? Diskreditiert man und erschwert man dadurch nicht den Kampf gegen den Antisemitismus in unserem Land? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Der Kampf gegen Antisemitismus ist insofern erschwert, weil er immer stärker wird. Es gab eine nationale Strategie gegen Antisemitismus, die ist aus dem Jahr 2021 und es hat nicht dazu geführt, dass antisemitische Vorfälle gesunken sind, weil sie vor allem auf Überwachen und Verbieten gehen. Ich glaube, und das ist meine Überzeugung und auch meine ganze Arbeit, wir müssen weg von Überwachen, Verbieten rausschmeißen. Wir müssen wieder hin zu, und da gebe ich Robert Reichler recht, zu unseren Werten, die wir, mit denen wir angetreten sind, demokratischen Werten. Und das heißt nun mal, miteinander zu reden und auch auszuhalten, wenn jemand eine andere Meinung hat. Ja, ich glaube, es erschwert den Kampf gegen Antisemitismus. Allerdings, er ist immer schwer. Es ist auch so eine Floskel, alle kämpfen gegen Antisemitismus und irgendwie kann man nichts machen. Ich denke schon, man kann was machen. Ich denke schon, man kann auch kritische Stimmen einladen. Vielleicht ist man dann enttäuscht, weil nicht die kommen, wo man sich denkt, dass sie eigentlich kommen sollten, aber dafür kommen andere Leute. Wir haben am 6. Mai, einen Tag vor Omri Böhm, eingeladen nach Wien, Women Wage Peace und Women of the Sun. Das sind zwei Frauen, Friedensorganisationen aus Israel und Palästina, die gemeinsam für den Frieden kämpfen, auch gemeinsam für den Friedensnobelpreis nominiert sind. Und am Podium gesessen ist eine Palästinenserin, eine arabische Israelin und eine jüdische Israelin. Und ja, sie haben politisch sicher andere Ansichten, aber sie haben ein Ziel, nämlich Frieden. Und dafür kämpfen sie. Meine Frage hat darauf gezielt, Robert Reichler, dass
Wenn Palästina-Solidarität diffamiert wird regelmäßig als Antisemitismus, fördert man bei jungen Leuten dadurch nicht den Antisemitismus. Wenn man ihnen dauernd sagt, ihr regt euch auf über die Bomben in Gaza, das ist antisemitisch, wird bei vielen vielleicht die Reaktion so sein, okay, so what, dann sind wir das halt. Das war meine Frage, wird das nicht erschwert dadurch, Robert Reichler, dann Frau Dutzler? Also der gesellschaftliche Konsens in Österreich ist, Antisemitismus ist geächtet. Und die große Gefahr ist, dass diese Ächtung untergraben wird oder dass diese Ächtung bedroht ist. Und die ist aus meiner Sicht durch zwei Dinge bedroht. Einerseits dadurch, dass es jetzt nach dem Antisemitismus des Rechtsextremismus, den wir sehr, sehr lange kennen und mit dem wir umzugehen gelernt haben, den wir zu bekämpfen gelernt haben, jetzt einen Antisemitismus auch von links gibt. Eine Ideologie, die Israel interpretiert als weißes, kolonialistisches Regime. Du musst doch nicht antisemitisch sein. Und die Israel tatsächlich dämonisiert. Ich glaube, die den Konflikt zwischen den Palästinensern und Israel als Match interpretiert, wo man sich auf eine Seite stellt und der Feind ist der Feind und das ist in dem Fall Israel. Das ist nicht hilfreich und das führt bei vielen Leuten zu Antisemitismus. Ich glaube, das kann man sagen. Es muss nicht antisemitisch sein, das ist so quasi der subjektive Tatbestand. Ich kann auch kein Antisemit sein und trotzdem diese Dinge behaupten, aber es ist bei vielen Antisemitismus. Und die andere Gefahr ist diese Verwässerung des Begriffs Antisemitismus und hinter jeder Wortmeldung, die mir nicht passt, einfach zu sagen, das ist antisemitisch. Natürlich macht das Israel aus politischen Gründen seit langem und sagt etwa, der Internationale Strafgerichtshof ist antisemitisch und die BBC ist antisemitisch. Und jeder, der mir gerade nicht passt in seinen Äußerungen und seinen Handlungen, dahinter steckt Antisemitismus. Auch das ist ein wirkliches Problem. Frau Dutzler. Also ich glaube, wenn man die Palästina-Solidarität allgemein als antisemitisch quasi bezeichnet, dann führt das letztlich dazu, dass Leute sich immer mehr entfremden, auch von der österreichischen Politik. Und das ist eine besorgniserregende Entwicklung, die ich ehrlich gesagt auch wahrnehmen kann. Und daher glaube ich und bin überzeugt davon, Antisemitismus muss man bekämpfen, indem man den Dialog führt, indem man den Dialog fördert, indem man die Auseinandersetzung und die Diskussion auch führt. Und das sehe ich einfach nicht gegeben. Ich sehe eher eine Entwicklung, dass die Leute sich zurückziehen in die privaten Räume und sich dadurch radikalisieren und auch nicht mehr wirklich an österreichische politische Parteien oder Institutionen glauben. Und darin sehe ich eine Gefahr. Also ich glaube, man muss in Wirklichkeit gerade auch Menschen mit Migrationsbiografie auch wieder irgendwie mehr in die Mitte der Gesellschaft zurückholen. Das tut man nicht, indem man ihnen permanent erklärt, dass ihre Ansichten per se antisemitisch sind. Das bedeutet nicht, dass es keinen Antisemitismus gibt. Natürlich gibt es den. Aber die Frage ist, wie bekämpfe ich ihn und wie gehe ich damit um? Und alleine mit Strafen und Verboten werde ich das Problem nicht lösen, sondern ich werde es nur meiner Meinung nach verstärken. Daniel Kehlmann, McCarthy so ein bisschen im Hintergrund in Amerika der 50er Jahre, wo man allen, die irgendwie links waren, gesagt hat, ihr seid Agenten Moskaus und ihr werdet jetzt verfolgt. Ist ein bisschen die Situation jetzt so, bei der Tabuisierung der Palästina-Solidarität in der öffentlichen Meinung in Österreich, in Deutschland, ganz anders natürlich in Belgien, Irland und Westeuropa? Ich würde nicht McCarthy als Vergleichsgröße nehmen. Ich würde ein bisschen einen Moment nehmen, der ein bisschen später stattfand, nämlich die frühen 70er Jahre und die wo ja auch die Studentenunruhen getobt haben, wo der Vietnamkrieg tobte, wo es unglaublich tiefe Zerwürfnisse gab innerhalb der Linken in der Frage, wie man zur Sowjetunion steht oder eben wie man zu Vietnam steht, wo von der Seite der Rechten jedem, der irgendwie das eigene System kritisiert hat, gesagt wurde, geh doch rüber oder als Fellow Traveler bezeichnet wurde. Also ich habe kürzlich mit einem echten Zeitzeugen darüber gesprochen, ein Freund von mir, der Regisseur Volker Schlöndorff, und er sagte sehr nachdenklich, er sagte, ich habe mich gefragt, war es damals noch schlimmer als jetzt? Und dann sagte er, ich glaube ja. Also ich denke, wir haben einfach das soll jetzt nicht zu beruhigend klingen, aber ich glaube, wir haben doch periodisch solche Momente der extremen Überhitzung,
wo einfach Lagerbildung und akut stattfindende Konflikte, also militärische Konflikte, zusammenwirken zu so einer wahnsinnigen Überhitzung. Und das beruhigt sich dann auch wieder. Aber natürlich, das wird sich nicht beruhigen, bevor dieser Krieg vorbei ist. Und umgekehrt, je länger er dauert, und es ist ja Netanjahus Interesse, ihn so lange auszudehnen wie irgend möglich, unter anderem auch deswegen, weil ihm nachher der Prozess gemacht wird, wegen seinen Korruptionsfällen. Je länger dieser Krieg dauert, desto schlimmer wird die Überhitzung. Da kann man sich schon sehr fürchten. Erstens natürlich für die Zivilbevölkerung in Gaza, aber dann eben auch zweitens für den tatsächlichen Antisemitismus, den es ja auch gibt. In Dänemark sind gerade Stolpersteine aus der Straße geklopft worden als Demonstration gegen den Krieg. Und dann muss man auch sagen, wie immer man sonst über all das denkt, worüber wir gesprochen haben, das ist definitiv Antisemitismus. Robert Reichler? Ich würde noch hinzufügen, also diese Polarisierung wird natürlich noch mehr befördert dadurch, dass es keinen vernünftigen Plan bisher gibt. Einen vernünftigen Plan, eine Idee einer Friedenskonferenz, ein Ziel, worauf man hinaus will. Den Nahostkonflikt gibt es nun wirklich schon sehr, sehr lange. Und mitten in diesem Krieg hat die israelische Regierung bisher nicht gesagt, was ist das Ziel, beziehungsweise sie hat nur formuliert, sie will die militärische Kontrolle behalten über den Gazastreifen. Das heißt, es gibt keine wirkliche starke Initiative international, an der sich jetzt auch bestimmt Europa beteiligen würde. Es gibt ein absolutes Vakuum in dem Bereich. Und das ermöglicht natürlich vielen Leuten, diesen Konflikt als Match zwischen A und B zu sehen und sich der einen oder anderen Seite jetzt in irgendeiner Form anzuschließen und symbolisch oder real die andere zu bekämpfen. Das ist absolut nicht dienlich und die Möglichkeit, sich für was Vernünftiges einzusetzen, wird einem genommen. Die studentische Jugend war ja immer Trendsetter. In Amerika in den 60er Jahren, 70er Jahren, Daniel Kehlmann hat das angesprochen. Und das hat Zeit Auswirkungen auf die Gesellschaft gehabt. Nur damals war es eigentlich genauso. Es hat große Antikriegsdemonstrationen gegeben zum Vietnamkrieg. Und es hat immer einzelne Gruppen gegeben, die dann in Wirklichkeit begeistert waren vom Stalinismus. Aber das waren Randerscheinungen. Ein bisschen ist es vielleicht jetzt auch in Europa so. Dort, wo es große Palästinensolidaritätsdemonstrationen gibt, in London, in Madrid, in Westeuropa, gibt es natürlich auch Randerscheinungen, aber bei uns gibt es diese große Solidarität nicht, es gibt nur die Randerscheinungen. So ist zumindest der Eindruck, aber es ist eine Auseinandersetzung, die weitergehen muss und die unter den Teppich zu kehren, sehr, sehr negative Auswirkungen hätte. Das war der Versuch, etwas den Unklarheiten zu Leibe zu rücken, die es um das Thema Palästina-Solidarität und Antisemitismus gibt. Danke für die Runde. Danke nach Berlin an Daniel Kehlmann. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören. Nachdenkliches und Hintergründiges finden Sie regelmäßig im Falter. Alle Informationen dazu gibt es im Internet zu Abonnements unter der Adresse abo.falter.at. Ich empfehle ein Abonnement des Falter. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Clara Gotzauner Wolf betreut die Audiotechnik für diese Sendung. Danke, Clara. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.